Die Entdeckung der Welt und ihrer Ozeane ist eines der letzten großen Geheimnisse der Menschheitsgeschichte. Kein Wissenschaftler kann heute genau sagen, wann der Mensch der Vorzeit das erste Mal aufbrach, um die Weite der Meere und seiner Küsten zu erforschen. Das betrifft auch die früheste Besiedlung der neuen Welt. Erste genauere Hinweise über die Existenz Amerikas finden sich relativ spät in der Antike. So berichtete bereits der ägyptische Kartograf Eratosthenes im 3. Jahrhundert vor Christus von großen bewohnten Landmassen im Westen des Atlantischen Ozeans. Noch geheimnisvollere Hinweise auf antikes kartografisches Wissen geben einige Rätselkarten aus dem frühen 16. Jahrhundert, die bereits den amerikanischen Doppelkontinent und sogar die Antarktis abbilden. Obwohl diese Gebiete erst in den darauffolgenden Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten entdeckt wurden. Dominic Görlitz beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Experimentalarchäologie. Diese interdisziplinäre Forschung berührt auch das Studium der Kartografiegeschichte und der Geschichte der Entdeckungsreisen. In diesem Film präsentiert er neueste Erkenntnisse darüber, dass bereits die Zivilisationen des Altertums über weitaus mehr Wissen über die Gestalt der Erde und ihrer Ozeane verfügten, als es in den Geschichtsbüchern niedergeschrieben steht. Interessant ist, dass diese Anschauung, dass die Erde eine Scheibe ist, eigentlich eine relativ junge Anschauung war, die sich eigentlich erst mit der Christianisierung ausgehend der Antike entwickelt hat. Die griechischen Wissenschaftler, also die nannten sich ja Kosmographen, hatten eine sehr detaillierte Anschauung über die Geographie und damit der Gestalt der Erde. Der erste war Pythagoras, der schon im 6. Jahrhundert geäußert hat, dass die Erde eine sphärische Gestalt hatte. Das hat er vor allem auf der Grundlage, sag ich mal, philosophischer Betrachtungen gemacht, weil man eben der Meinung war, dass die Kugel die ideale Gestalt überhaupt eines Körpers ist. Und das hat sich in der Antike eigentlich auch so weitgehend durchgesetzt, bis man wieder den Schritt, zumindest kulturell scheinbar zurück, mit dem Christentum genommen hat, wo man eben wieder in die alte flächige Gestalt der Erde umgeswitcht war. Wenn es um die Kartografie der Welt geht, ist es immer noch so, dass die Mehrheit der Wissenschaftler davon ausgeht, dass mit der Entdeckung durch Christoph Kolumbus 1492 man die neue Welt und darauf basierend eben einen völlig neuen Erdteil mit der Kartografie des Pazifischen und Atlantischen Ozeans entdeckt hat. Obwohl man weiß, dass natürlich auch in der antiken Welt es Hinweise dafür gibt, dass man möglicherweise Kenntnis von den Ländern jenseits der Straße von Gibraltar hat. Es gibt also da durchaus Berichte, dass man Handelsfahrten gemacht hat zu fernen Ländern. Interessant ist, dass die Sumerer auch von Ländereien berichten, die per Schiff 6 Monate entfernt lagen. Und wer mit einfachen Schiffen, seien sie aus Holz oder Schilf, übers Meer fährt, muss Kartografie, Nautik und Astronomie zur Orientierung nehmen. Obwohl wir heute keine echten Beweise haben für nautisches, kartografisches Wissen der alten Ägypter und erst recht der alten Sumerer, können wir aber heute sagen, dass nochmal 5.000 bis 10.000 Jahre zurück in die Vergangenheit Darstellungen auftauchen, die das Prädikat Weltkarten genauso verdienen. Wir leben heute in einer Welt ohne Entfernungen. Naturwissenschaft und Technik haben aus Weltreisen Katzensprünge gemacht. Die Welt ist ein Dorf geworden, wie man so schön sagt. Dass es auch in der Steinzeit hochseetaugliche Segelschiffe gegeben haben könnte, davon war der norwegische Forscher und Abenteurer Thor Heyerdahl überzeugt. Ein weltweiter interkultureller Austausch zwischen den einzelnen Hochkulturen wäre demnach möglich gewesen. Heyerdahl versuchte seine These mit spektakulären Expeditionen zu beweisen. Mit der Ra 2, einem einfachen Schilfboot, bezwang er 1970 den Atlantik in Richtung Amerika und konnte damit zeigen, dass es zumindest theoretisch möglich gewesen wäre, mit steinzeitlichen Mitteln die Ozeane zu bereisen. Einen weiteren Hinweis auf diese These
finden wir an der Ostküste Nordspaniens. In den bekannten Höhlen der Provinzen Asturiens und Kantabriens kann man erstaunliche Felszeichnungen bewundern, die auf ein Mindestalter von 14.000 Jahren geschätzt werden. Wenn man sich mit diesen Bildern beschäftigt, erkennt man unglaubliches Wissen dieser Felsbildkünstler. Hier ist eine Darstellung aus der weltberühmten Höhle von Altamira. Man sieht ganz klar die blanken Gänge, ja, und man sieht die dreidimensionale Schalenform eines Schiffes, so wie es die alten Ägypter 10.000 Jahre später in Abydos oder auch in Gizeh archäologisch bewahrt haben. Also auch die Holzschiffarchitektur ist keine Erfindung der frühen ägyptischen Hochkultur, sondern ist in Wirklichkeit mindestens 10.000 Jahre älter. Und es gibt eine Darstellung, die liegt in diesem pyramidalen Hügel von El Castillo, wo wir ganz gewichtige Hinweise haben, dass diese Leute nicht nur wussten, wie Schiffe gebaut werden, sondern dass diese Leute auch wussten, ihre Reisewege zu kartografieren und aufzuzeichnen. Die Punktlinien in dieser Felsbilddarstellung könnten möglicherweise das Kanaren-Golfstromsystem abbilden. Das zeigt auch ein Vergleich mit einer Karte von heute. Das ist eine neuzeitliche Karte. Und hier muss ich sagen, dass die leider falsch ist, weil man also hier sieht, in Anlehnung an diese Darstellung, den Nordäquatorialstrom mit dem Karibien- und Antillenstrom. Am Ende ergießen sich beide in den Golfstrom. Also hier entsteht an der Straße von Florida der Golfstrom. Und das macht diese Karte genauer als die neuzeitliche Karte. In Wirklichkeit beginnt nicht im breiten Bogen der Golfstrom in Richtung Europa zu segeln, sondern in Wirklichkeit ist es genauso wie auf dieser 14.000 Jahre alten Karte, dass sich der junge Golfstrom eng an die Küste Nordamerikas hält und erst auf Höhe Kap Hatteras, unmittelbar unter Philadelphia, New York, im rechten Winkel nach Europa abbiegt, aber dann nach oben aufmeandert, also richtig wie auffächert, so wie das in dieser alten Karte dargestellt ist. Diese Darstellung verdient höchste Erwähnung und Respekt, weil man dort Punktlinien sieht, die in frappierender Weise in so einer hohen Ähnlichkeit das Kanaren-Golfstromsystem wiedergeben könnten, dass man also schon vor Respekt fast den Atem anhalten muss, wie genau dort vermeintliche Felsbildkünstler vor etwa 14.000 Jahren es fällt einem fast schwer, das über die Lippen zu bringen, den Atlantik mit seinen Strömungs- und Windsystemen dargestellt haben. Die Theorie, dass die Punktlinien das Kanaren-Golfstromsystem beschreiben könnten, wird durch die Darstellung von Booten unterstützt. Man wollte mit diesen Booten eigentlich gar keine Boote darstellen. Deswegen hat man auch die Masten weggelassen. Es sollte uns nur den Eindruck eines Schiffes vermitteln, aber die Segel sollten uns zeigen, aus welcher Richtung der Wind weht. Wenn das in der Tat der Nordäquatorialstrom ist, dann segelt dieses Boot genau in den Passatwindgürtel, so wie Torhayerdal Ra 1 und Ra 2 von Marokko in die Karibik gesegelt hat. Hier wehen die Winde Tag ein, Tag aus, von Ost nach West, mit der Präzision eines Jahresuhrwerks. Es sei denn jahreszeitliche Stürme, die mal durchziehen, wo man mal für ein oder zwei Tage Westwinde hat. Aber ansonsten kann man eigentlich auch, ja, wie es auch Kolumbus genutzt hat und Magellan, relativ leicht mit so einem Rassegler in die neue Welt segeln. Hoch oben im Norden sind nicht nur die Strömungsverhältnisse komplett anders, sondern auch die Windverhältnisse. Durch die unterschiedliche Azoren-Hochdrucklage hat man also, je weiter man in Richtung Europa segelt, immer mehr nördliche Winde, die häufig sogar auf Nordost drehen. Und genau so ist das Vorder- und das Achterlieg für einen Rassegler getrimmt. Genau so muss man als Segler eben sein Schiff am Wind quer und sogar leicht gegen die Windsegeln führen. Also Blatt vor dem Wind, wie das Kolumbus und Heyerdahl auch getan haben, fährt man relativ easy von der Straße von Gibraltar in den Golf von Mexiko. Schwieriger wird es dann, wenn man im hohen Norden segelt. Am Anfang noch relativ vor dem Wind, aber je weiter man nach Osten kommt, muss man immer dichter mit seinem Rassegler an den Wind heran. Genau das haben die Leute dargestellt. Und das vor unglaublichen 14.000 Jahren. Die Orientierung und Kommunikation sicherten von jeher das Überleben der Menschen. Je besser wir beides beherrschen, desto weiter kommen wir. Doch wo und wann begann die Entdeckung der Welt wirklich? Mit der Ra-2-Expedition konnte Torhayerdahl 1970 beweisen, dass man mit einem einfachen Schilfboot den Atlantik in Richtung Amerika überqueren kann. Der Experimentalarchäologe Dominik Görlitz aus dem thüringischen Gotha
trat frühzeitig in die Fußstapfen Thor Heyerdahls. Aus steinzeitlichen Felsdarstellungen von Booten und Schiffen entnahm er eine anspruchsvolle Segeltechnik mit sogenannten Seitenschwertern. Mit dieser Segeltechnik ist es möglich, auch gegen den Wind zu kreuzen. Der experimentelle Versuch brachte den Erfolg und so konnte Dominic Görlitz mit mehreren Schilfbootmissionen zeigen, dass man auch mit einfachen Mitteln ein hochseetaugliches Schilfboot bauen kann. Eine Vielzahl jungsteinzeitlicher Felsbilder deuten auf ein hohes nautisches Wissen hin, welches schon lange vor den uns bekannten Zivilisationen des Altertums vorhanden sein musste. Und das ist ja die Aufgabe unserer Erbohrer. Es ist wie eine Art Zeitmaschine, die versucht, dieses verloren gegangene Wissen durch Experimentalforschung zu rekonstruieren. Wir konnten mit Erbohrer 2 zeigen, dass so ein Schiff von Ägypten aus quer durchs ganze Mittelmeer und wieder zurückkreuzen kann. Erbohrer 3 hat bereits gezeigt in Ansätzen, dass es also auch für den fernen Reiseweg von Amerika nach Europa und wieder zurück Hinweise gibt. Sicherlich fehlten am Ende der Strecke etwa noch 1800, knapp 2000 Kilometer bis ins gesehene Land Nordwestspanien, wo wir diese uralten Felsbildkarten haben. Wenn es denn gelingt, würde ich gerne 2 oder 3 Schiffboote bauen und dann in einer kleinen Flottille von New York aus in Richtung Spanien segeln. Das würde es nicht nur realistischer machen und auch die Erfolgschancen verdoppeln oder verdreifachen, weil wir wissen es ja, Kolumbus sind 2 Schiffe abgesoffen, Magellan ist mit 5 Schiffen gestartet und 1 ist nur zurückgekommen. Insofern ist es ja auch authentischer zu zeigen, es kann immer passieren, dass mal so ein Schiff in der Weite des Ozeans verloren geht. Wir wissen, es liegt Wissen vor, können es nur nicht nachweisen. Was insbesondere daran lag, dass die antiken oder altertümlichen Ägypter in Teufel getan haben, dieses Wissen der Öffentlichkeit preiszutun oder auch ihren Konkurrenten. Es gibt bis zum heutigen Tag keine Papyri oder Tempeldarstellung, die im Unterschied auch zu den Sumerern oder den antiken Griechen kartenähnliches Material vermuten lässt. Und hätten wir nicht unseren berühmten Kosmographen aus der Bibliothek von Alexandria. Wir würden nicht mal wissen, dass die Ägypter mit ihren Papyrusbooten tatsächlich nicht nur auf dem Nil, sondern auch auf dem Mittelmeer und über den doch stürmischen Indischen Ozean gesegelt waren. Mit Erbohrer 3 unternahm Dominic Görlitz den Versuch, den tobenden Atlantik zu bezwingen. Doch die Crew musste das sturmgeplagte Schiff aufgeben. Dennoch segelte die Erbohrer 3 über 4000 Kilometer über den Nordatlantik in Richtung Europa. Bei der 56 Tage dauernden Erbohrer 3 Mission im Sommer 2007 herrschte jedoch nicht an jedem Tag stürmisches Wetter. An besonders windstillen Tagen gab es daher für die 11-köpfige Crew oft nicht viel zu tun. Für den Expeditionsleiter Dominic Görlitz die Gelegenheit, sich intensiver mit kartografischer Literatur zu befassen. Ich habe Freunde, die sich sehr intensiv mit Kartografiegeschichte beschäftigen und die bei meinen ersten, kleinen Erfolgen mit Erbohrer 1 und ein Stückchen später mit Erbohrer 2 mich immer wieder auf dieses Thema hingewiesen haben. Mann, beschäftige dich doch mal mit den frühen Karten eines Martin Waldseemüllers oder Peri Reis. Da wirst du Hinweise finden, dass das, was du als jungsteinzeitliche Seefahrt bezeichnest, in Wirklichkeit viel älter ist. Und wenn man 60 Tage auf dem Ozean segelt, hat man viel mehr Freizeit als im normalen täglichen Leben. Und da habe ich diese ganzen Bücher durchgelesen und zu meinem völligen Erstaunen war ich begeistert, welche unglaublichen Bildinhalte selbst in diesen Karten, die nun mittlerweile über 500 Jahre alt sind, da dargestellt ist. Es sind insbesondere 4 kartografische Rätselwerke, die uns im Grunde genommen in Erklärungsnöte bringen, die eigentlich ein Wissen über die Welt überliefern, das so nicht in Übereinstimmung zu bringen ist mit der Entdeckergeschichte, wie sie bisher in den Lexikas niedergeschrieben steht. Die älteste und wahrscheinlich bemerkenswerteste Rätselkarte ist die Weltkarte von Matthias Ringmann und Martin Waldseemüller, die im Jahr 1507 das erste Mal veröffentlicht wurde. Beide hebeln damit das alte, aus der römischen Antike überlieferte Weltbild der Antike auf, indem sie nicht nur Europa, Afrika und Asien darstellen, sondern in völlig neuen Doppelkontinenten.
Eindeutige Antworten finden wir nicht auf diese Kartenrätsel, weil es einfach zu wenig Überlieferungen gibt. Und aus diesem Grund müssen wir uns in den Zeitgeist des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit begeben. Kolumbus unternahm insgesamt 4 Reisen. Das nördliche Südamerika fuhr er erst bei seiner dritten Reise an. Weitere weltbekannte Fahrten sind die von Magellan, die von 1519 bis 1521 stattgefunden hat. Und am bekanntesten ist die zweite Weltumrundung der Neuzeit durch Francis Drake, der von 1577 bis 1580 komplett die Welt umreiste und dabei als erster Europäer die Westküsten Amerikas kartografierte. Wenn man sich nun die Entdeckungsreisen anschaut, sieht man eben auch, dass Kolumbus, der also 4-mal in Amerika war, 1504 seine letzte Reise gemacht hatte, dass man bis ins Beginn des 16. Jahrhunderts in der Tat kaum wusste, was man da im Westen entdeckt hatte. Kolumbus hat bis zu seinem Todestage von der Existenz eines vierten Erdteils ja im Grunde genommen nichts wissen wollen. Er hat das im Gegenteil sogar in Frage gestellt. Er war der Meinung, dass er über den Okeanus nach Indien gesegelt wäre, also über den großen, unendlichen Ozean. Und er ging immer davon aus, dass die Inseln, die er in der Karibik entdeckte, eigentlich zum Osten von Indien gehörten und nicht eben zu einem separaten Erdteil. Das alles macht nur wenige Jahre später, also im Grunde genommen 4 Jahre später, das Werk der beiden Deutschen Matthias Ringmanns und Martin Weizemüller so unglaublich epochal, weil sie nach 1500 Jahren eigentlich schon das falsche römische Weltbild aufbrachen, indem sie eine Welt darstellen, die man zumindest nach unserem Geschichtsstand so gar nicht entdeckt hatte. Interessant ist, dass diese von Weizemüller und Ringmann dargestellte Welt zudem ziemlich modern aussieht, wo man sehr genau erkennt, Afrika, Europa und auch Asien in einer mehr oder weniger exakten Form. Für Amerika lagen vermutlich nicht ganz so viele Informationen vor. Zumindest hatte man über Südamerika mehr Informationen als über Nordamerika, denn auch in dieser sphärischen Projektion oder in dieser flächigen Projektion von Weizemüller und Ringmann sieht Südamerika erstaunlich genau in seiner Grundgestalt aus. Aber was besonders hervorhebenswert ist, dass sie einen völlig unbekannten Ozean in fast der richtigen Ausdehnung darstellen. Und das fast auf 1400 Kilometer genau. Und das ist eines der großen, bisher nicht gelösten Rätsel der Kartografiegeschichte, eigentlich der Geschichte schlechthin, woher die beiden von diesem unbekannten Meer im Westen hätten gehört haben können. Nach dem frühen Tode des Mathematikers Matthias Ringmann stellt Martin Weizemüller sein gesamtes Lebenswerk in Frage. In der 1516 veröffentlichten Carta Marina nimmt Martin Weizemüller sein gesamtes revolutionäres Weltbild zurück. Er stellt genau wie alle anderen Kartografen seiner Zeit die damaligen Küsten Amerikas dar, von denen man wusste, wie sie aussahen, wie weit eben im Jahre 1519, 1520 Kartografen oder europäische Entdeckungsreisende vorgedrungen waren. Er nimmt auch den Namen Amerika zurück, auch der taucht nicht mehr auf. Und Sie sehen es ja, der Pazifik ist also völlig reduziert zu einer undurchdringlichen Landmassengrenze, wo man nicht weiß, wo Anfang und Ende ist. Sorgte der Druck der Kirche dafür, dass Weizemüller seine 9 Jahre früher veröffentlichte Karte revidierte, in der er Amerika bereits als eigenständigen Kontinent darstellte? Die neue Landmasse erforderte natürlich zugleich auch die Darstellung eines neuen Ozeans. Und sie fügen eigentlich genau die Hälfte der fehlenden Weltkugel wieder an, die eben durch Ptolemäus und Poseidonius in der Antike der Erde entnommen worden war, obwohl ein viel älterer griechischer Kartograf Eratosthenes also die Welt genau mit 40.000 Kilometer Umfang beschrieben hat und dass es im Meer des Westens große bewohnte Landmassen gibt. Und uns Europäern ist vielfach nicht klar, was wir eigentlich dem Islam heute verdanken. Man muss sich vorstellen, dass dieses Wissen eigentlich mit der Christianisierung der römischen Kultur komplett verloren gegangen war. Erst durch die Rückeroberung bestimmter Bereiche Europas durch die Sarazenen und durch die Mauren im 8., 9. Jahrhundert hat man überhaupt begriffen, dass es andere Kulturen gab, die dieses Wissen eben nicht vergessen hatten, wie die europäischen christlichen Kulturen, sondern die
Islam, also die Muslime haben dieses Wissen nicht nur bewahrt, sondern auch teilweise ausgebaut. Und der wesentliche Unterschied im Umgang mit dem Vermächtnis der Antike lag insbesondere darin, dass die Muslime ja die Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Suche nach Neuem als eine Art göttliche Inspiration ansahen, wohingegen in der christlichen Theologie der Suche nach Neuem ein Infragestellen Gottes war, was ja zu diesem sogenannten dunklen Zeitalter geführt hatte, dass es verpönt war, sich mit antiken Wissenschaftlern oder mit Neuem zu beschäftigen. Woher Matthias Ringmann und Martin Waldseemüller im Jahre 1507 die Informationen für ihre Weltkarte hatten, ist unbekannt, denn Quellenangaben fehlen. Anders verhält es sich mit einer im Jahre 1513 von dem türkischen Admiral Piri Reis veröffentlichten Karte. Sie stellt den Westteil der damals bekannten Welt mit Westeuropa, Amerika und Afrika dar. Piri Reis benutzte bei seiner Darstellung die Azimutalprojektion. Er stellt im Grunde genommen von einem Zentrum, in dem Fall Asuan, längengetreu in jede Richtung, im Grunde genommen längengetreu die Entfernung der einzelnen Gebiete ab. Man nennt diese Karten noch in dem alten, spätmittelalterlichen Stil Portulane. Das leitet sich aus dem Portugiesischen von Port zu Port segeln zurück. Im rechten Bildteil der Karte wurden die Westküsten Europas und Afrikas sehr detailliert dargestellt. Über den großen Atlantik hinweg ist im linken Bildteil die Karibik und Südamerika abgebildet. Und unter Weglassen der Drake-Straße findet man auf dieser Karte die allererste uns heute bekannte Darstellung der Antarktis. Aber viel bedeutsamer als die Bildinhalte ist, dass Piri Reis auf seiner 1513 veröffentlichten Karte ein Impressum in türkischer Sprache hinterlassen hatte. Und in diesem Impressum verweist er auf 24 Quellen, insbesondere auf 20 antike Karten, die zur Herstellung dieser Weltkarte beigetragen haben. Und das ist natürlich ein ganz historisches Gewicht, weil man eben damit einen ersten Hinweis bekommt über den Ursprung des bis dahin unbekannten Wissens. Piri Reis bezieht sich auf antike Karten, welche er auch namentlich benennt. Diese Karten sind im Laufe der letzten Jahrhunderte jedoch komplett verloren gegangen. Interessante Abbildungsfehler liefern aber zusätzliche Hinweise für die Echtheit der von Piri Reis benutzten Quellen. Höchst aufschlussreich ist, dass er den Amazonas zweimal eingezeichnet hat, weil er einfach nicht begriffen hat, dass zwei antike Karten einen und denselben Fluss zeigen. Das macht also die besondere Authentizität dar. Und so sind verschiedene Abbildungsfehler drin, die einfach zeigen, dass bereits Piri Reis keine genaue Kenntnis mehr von diesen fernen Ländern im Westen hatte. Man wusste zwar, dass sie da sind, aber wie die genaue Gestalt war, das konnte auch er aufgrund der Detailkarten nicht genau zusammensetzen. Nur wenige Historiker erkennen heute die Bedeutung des Impressums. Stellt es doch einen schriftlichen Hinweis für die Kenntnis über die neue Welt in der Antike dar. Im Grunde genommen ist es so, als hätte man im Mittelalter eine Videoaufzeichnung angefertigt, um zu zeigen, woher dieses antike Wissen stammt. Und in diesen Quellen wird eben noch von vier weiteren historischen Quellen berichtet, unter anderem, dass Kolumbus sowohl über ein Buch als auch über eine antike Karte persönlich besessen hatte, in der er im Grunde genommen genau die Angaben vorfand, die ihn motiviert hatten, erst zum portugiesischen und später zum spanischen König zu gehen, um Unterstützung für seine Expedition zu bitten. Wichtig ist, dass in diesem Buch Kolumbus erfahren hatte, dass die dortigen Menschen Glasperlen schätzen, mit denen sie sich gegenseitig beschenken. Und aus diesem Grund hat er eben Glasperlen mitgenommen, um in Westindien mit den dortigen Menschen diese Glasperlen gegen Gewürze einzutauschen und ähnliches. Damit haben wir einen ganz klaren Beleg dafür, dass diese Kolumbus-Expeditionen keine Fahrten ins Blaue waren. Er hatte ganz klare Kenntnis, dass es im Westen, im Meer des Untergangs, ja bewohnte Landmassen gab. Er hatte nur die Informationen nicht richtig gedeutet und verstanden, denn die antiken Autoren haben nicht die ostasiatischen Inseln gemeint, sondern wirklich ein separater Kontinent mit einer eigenständigen Bevölkerung. Die Karte des türkischen Admirals Piri Reis weist neben einer guten Darstellung der südamerikanischen Ostküste noch eine weitere Besonderheit auf. Erstmalig wurden Teile der Antarktis kartografiert.
Es sind zwar nur Teile der Antarktika gezeigt, aber vor allem die Lage der dargestellten Gebiete entspricht exakt den heutigen Verhältnissen, wenngleich diese Gebiete heute auch etwa 1,5 Kilometer unter Eis versteckt sind. Das Königin-Maut-Land liegt also exakt über Neuguinea. Und das ist für viele Wissenschaftler ein Beleg für die Authentizität dieser Karte. Schon immer verbanden architektonische und kulturelle Gemeinsamkeiten die frühen Hochkulturen der verschiedenen Kontinente. Auch andere Spuren deuten auf einen interkulturellen Austausch hin. So fand man zum Beispiel in der Grabkammer des ägyptischen Pharaos Tutanchamun den eigentlich in Südamerika beheimateten Tabakkäfer. Diese winzigen Kreaturen waren über Jahrtausende mit dem Pharao eingeschlossen. Ich gehe von der primären Besiedlung aus, wo also durch die Präparatoren im alten Ägypten bei der Mumifizierung mit Nikotinblättern hineinkam. Und sekundär später, also bei der geöffneten Grabkammer, dass er da eingeflogen ist, das ist abwegig, also nicht sehr wahrscheinlich. Eine forensische Untersuchung an der Mumie Ramses II. Ergab weitere verblüffende Tatsachen. In die 90er Jahre habe ich in ägyptischen Mumien Nikotin und Kokain gefunden. In alle meine Arbeiten habe ich erklärt, warum diese Werte hundertprozentig sicher sind und die keine Ergebnis einer Verunreinigung sein können. Diese Befunde öffnen ganz neue Aspekte über die Kulturgeschichte der Völker. Die Toxikologin Dr. Svetlana Balabanova konnte an mehreren ägyptischen Mumien nachweisen, dass der Konsum von Tabak und Koka-Pflanzen im alten Ägypten Brauch war. Doch woher hatten die Ägypter diese Pflanzen, die man ausschließlich in Südamerika vorfindet? Ich glaube nicht, dass die Ägypter geraucht haben, wie man heute raucht. Man hat Nikotin in erster Linie als Medikament verwendet. Dieser Tabak ist nach Ägypten gekommen, entweder durch die Tatsache, dass Tabak in Afrika bekannt war, oder durch einen Transport. Ich glaube, dass transatlantische Kontakte viel früher stattgefunden haben. Wir sollen nicht vergessen, dass die Coca-Pflanze auch einen Nährstoff hat. 100 Milligramm frische Blätter haben etwa 300 Kalorien. Und die Leute haben es als Nahrungsmittel mitgenommen. Hatten die frühen Hochkulturen untereinander Kontakt und tauschten sie sogar Waren untereinander aus? Ein weiteres Rätselkartenwerk, welches Hinweise gibt, stammt aus Frankreich. Im Jahre 1531 kartografierte Orontheus Phineus die Welt in der von ihm entwickelten Herzmuschelprojektion. Wo er die Welt wie in zwei Herzmuscheln aufklappt, und damit im Grunde genommen zeigt, was er eigentlich mathematisch schon drauf hatte. Diese Herzmuschelprojektion kommt aber nach Phineus schnell wieder aus der Mode, sodass nur wenige Karten in dieser eigentümlichen Projektionsweise dargestellt wurden. Phineus Weltkarte zeigt erstmalig eine Darstellung der vollständigen Antarktis. Er verwechselte zwar den 80. Breitengrad mit dem südlichen Polarkreis, was zu einem Umrechnungsfehler führte und die Antarktika vierfach zu groß abbildete. Umso verblüffender ist aber ihre präzise Gestalt. Dass auch einem Laien auffällt, dass die prinzipielle Gestalt der Antarktika im Wesentlichen der modernen Antarktiskarte gleicht. Interessant ist aber, dass viele Teile, die hier dargestellt sind, heute so gar nicht zu sehen sind, weil dieser kleine Doppelkontinent von Eis überdeckt ist. Untersuchen wir das Ganze klimageschichtlich, sehen wir, dass die Antarktis noch im Tertiär ein grüner Kontinent war. Erdgeschichtlich ist er eigentlich erst vorgestern vereist, nämlich mit der Auseinanderdriftung der Kontinentalplatten sind etwa vor 20 Millionen Jahren die Inselketten, die zur Ausbreitung ganz typischer Tier- und Pflanzenfamilien geführt haben, im Meer versunken waren. Das hat dann zur Ausbildung der sogenannten Antarktis-Gegenströmung geführt, die die Antarktis
thermisch vom Rest der Welt abgeschnürt hat. Schaut man sich neueste Rekonstruktionen des Meeresspiegels an, erkennt man, dass es ab 9000 bis 6000 vor Christus extrem warm war und der Meeresspiegel über 5000 Jahre um ca. 50 Meter ansteigt. Unmittelbar vor den großen Hochkulturen gab es nochmals einen großen Anschub, der zu einem Anstieg des Meeresspiegels führte. Es gibt dann weitere Zwischenwarmzeiten. Ich möchte die Zeit unmittelbar vor den Sumerern erwähnen. Auch zu Zeiten der Neubabylonier und zu Zeiten der Römer gab es relativ feuchtwarme Epochen, an denen die Antarktis hätte zumindest in den Küsten eisfrei sein können. Die Frage ist nur, wer hatte vor 6.000 bis 8.000 Jahren sowohl militärisch als auch maritim als auch organisatorisch die Power, solche Entdeckungsreisen zu finanzieren oder gar durchzuführen? Wenn man diese Karteninhalte genauer studiert, können die dargestellten Bildinhalte eigentlich nur zweierlei bedeuten. Entweder gab es im Altertum oder zumindest in der Antike regelmäßige Kontakte zwischen der alten und der neuen Welt. Und dieses Wissen hat sich in sehr frühen Karten niedergeschlagen, die heute leider verloren gegangen sind. Und für die Kartografen der frühen Neuzeit kurz Zugriff hatten, ehe sie ja auf wundersame Weise wieder verschwanden. Oder die Entdeckungsreisen der Europäer sind älter, als das in dem jetzigen Geschichtswissen niedergeschrieben steht. Und wir haben dafür für beide Hypothesen eigentlich Hinweise, sowohl auf die antike Kenntnis der neuen Welt, als auch, dass die Entdeckungsreisen der Europäer in der Neuzeit zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden haben. Und das macht eben die Beschäftigung mit der Kartografiegeschichte zu einem echten, spannenden Abenteuer der Archäologie, weil es eben weitere Hinweise neben vielen anderen dafür gibt, dass die Menschen schon immer den Planeten Erde bereist haben und dass auch die sogenannten dunklen Zeitalter des Christentums kein Stopp für, wenn auch wenigstens, ist dann heimliche Handelsreisen oder Entdeckungsreisen in die neue Welt gewesen sein können. Ja, meine älteren Forschungen zur Felsbildkunde haben mir erbracht, dass man zumindest ab dem Ende der letzten Eiszeit über die Technologie besaß, vollsteuerbare und seetüchtige Hochseeschiffe zu bauen und diese natürlich auch für den Welthandel oder für Explorationen zu nutzen. Ob Menschen das mit solcher Art Schiff getan haben oder nicht, kann man mit der experimentellen Archäologie natürlich nicht beweisen oder widerlegen. Es ist einfach nur der Machbarkeitsbeleg, der durch die Abora-Forschung erbracht worden war. Mit den neuen Studien zur Kartografiegeschichte habe ich erstmals ja Hinweise in die Hand bekommen, die eben Wissen über frühes oder sehr altes Wissen über die Gestalt der Erde erbringen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich weder der Erste bin, wahrscheinlich auch nicht der letzte Wissenschaftler sein werde, der diese kartografischen Dokumente nutzt als Hinweis oder als Evidenz für präkolumbianische Kontakte in der frühen Neuzeit. Da ist momentan gar nichts klar. Wer waren die ersten Amerikaner? Kamen sie aus Asien, kamen sie aus Europa oder sind sie über Ozeanien eingewandert, wie das Dillehay schon vor 20 Jahren behauptet hat, weil man eben in Patagonien und Chile Funde gemacht hat, die also 30.000 bis 50.000 Jahre alte Besiedlungsspuren wiedergeben können. Und das regt natürlich zu Spekulationen und Hypothesen an, aber gerade Fantasie und Spekulation sind wichtige Grundmethoden in der Wissenschaft, denn Wissenschaft ohne Fantasie existiert bekanntlich nicht. Die Suche nach antikem Wissen führte Dominik Görlitz um die Welt. Erst spät wurde er in seiner thüringischen Heimatstadt Gotha auf eine kleine Sensation aufmerksam. In der Stiftung Schloss Friedenstein gibt es einen Marmorglobus eines unbekannten Kartografen. Mit nur 12 cm im Durchmesser offenbart dieser Globus eine kuriose Mischung aus antiken und neuzeitlichen Entdeckererkenntnissen. Der südamerikanische Kontinent wurde in der typischen Drachenschwanzkartografie als ein Teil hinter Indiens dargestellt. Umso mehr verblüfft daher die detaillierte Darstellung der östlichen und vor allem die bis dahin unbekannten westlichen Küstenverläufe Südamerikas. Wie kann es sein, dass man in Gotha eine Darstellung hat von Südamerika, wo europäische Kartografen noch über 150 Jahre gebraucht haben, um diese Qualität in der Führung der Küsten, in der Buchten, auch in der Linienführung des Amazonas zu führen, wenn man also
ja, jahrzehntelang dorthin gefahren ist und habe gar nicht begriffen, wie dieser Amerika-Kontinent ja in Wirklichkeit aussieht. Das sind alles Rätsel, über Fragen, wo ich sagen muss, wir wissen es einfach nicht. Und auch die Antarktis ist in Tradition von Phineus dargestellt. Wenn man mit einem Grafikprogramm mal diese Antarktika für Laien etwas deutlicher macht, sieht man also hier die Linienführung. Und jetzt habe ich nichts anderes gemacht mit einem ganz konventionellen Computerprogramm, diesen Umriss des Marmorklubes von Gotha auf Google Earth übertragen. Hier sieht man gelb eingezeichnet die heutigen, aber unter Packeis verschwundenen Umrisse der Landmassen von Antarktika. Hier ist auch sehr schön dieser Isthmus, also diese Meeresenge, die West- und Ostantarktika trennt, eingetragen. Und man sieht also, dass Phineus oder ein unbekannter Kartenkopierer den Maßstab und auch die Ausrichtung, die Ausnutzung verwechselt hat. Ich musste diesen Globus, also diesen Umriss um 31 Grad drehen. Aber dreht man das nur um 31 Grad, erkennt man erstaunlich die genauen Umrisse des Marmorklobus von Gotha. Und das kann sich keiner also per Zufall ausgedacht haben. Woher hatte der unbekannte Kartograf sein Wissen über die südamerikanischen Küstenverläufe? Und wie konnte er die Gestalt der Antarktis knapp 300 Jahre vor ihrer offiziellen Entdeckung im Jahre 1820 so präzise darstellen? Frühe Karten brüsten sich entweder mit dem Globenhersteller selber oder mit dem Fürsten, der dieses kartografische Werk finanziert hat. Nicht so auf dem Marmorglobus von Gotha. Da tappen also alle im Dunkeln, wer diesen wunderschönen Globus aus dem frühen 16. Jahrhundert hergestellt hat. Und hier ist es eben so, dass an einer ganz markanten Stelle, die schon Waldseemüller und Matthias Ringmann für ihre Weltkonzeption dargestellt haben, die beiden haben dort ein neuzeitliches spanisches Schiff dargestellt, aber auf dem Marmorglobus thront an fast identischer Stelle eine sehr altägyptisch anmutende Schiffsdarstellung, die so speziell ist, wo ich als Felsbildforscher und experimentaler Schiffsarchäologe sagen muss, das ist kein Zufall, dass dort der unbekannte Globenhersteller ein altägyptisches Schiff dargestellt hatte. Das ist wie eine Art versteckte Botschaft, die möglicherweise Hinweise auf die Herkunft dieses Wissens geben könnte. Ich habe selber mich 20 Jahre lang mit frühägyptischem Schiffbau beschäftigt und jedes Detail an diesem Boot, wir werden es gleich sehen, folgt ganz klar frühdynastischen Schiffbautraditionen Ägyptens. Und das ist eben die Frage, woher wollte ein damaliger Gotha oder Nürnberger das Wissen über ägyptischen Schiffbau haben? Die Lage dieses Schiffes ist ganz klar eine Anspielung an die Waldseemüller-Karte, weil nur dort, genau wie bei Waldseemüller, nur dort eine Schiffsdarstellung ist, wohingegen aber bei Waldseemüller eindeutig eine europäische Karavelle dargestellt wird, im Unterschied zum Marmorglobus von Gotha. Und wenn man das mal mit den Felsbildstationen Oberägyptens vergleicht, wir haben hier Darstellungen aus dem 4. bis beginnenden 3. Jahrtausend. Das ist also eine der ältesten Darstellungen, wird datiert auf 3600 vor Christus. Die kann man wirklich eins zu eins drüberlegen. Die ist also genauso konstruiert, wie das die Schiffsbauer in der Niigate-3-Epoche dargestellt haben. Nimmt man sich als nächstes Element den Rumpf. Hier sehen wir so eine frühägyptische Darstellung, etwa aus der 3., 4. Dynastie. Das kann man an der Ruderplattform sehr schön ableiten. Kann man erkennen, dass dort die exakten Bug- und Heckformen wiedergegeben sind. Sowohl der Bug als auch der hochgeschwungene Heckteil finden sich vielfach auf frühdynastischen oder auch altägyptischen Darstellungen. Auch diese Darstellung stammt aus der Zeit etwa 3., 4. Dynastie, wo man identische Schiffbaumerkmale wieder sieht. Und da steht ganz klar die Frage, woher wollte ein Europäer der frühen Neuzeit dieses Spezialwissen haben, es sei denn, er hat das eben von alten Papyrusrollen kopiert. Wenn frühe Hochkulturen die Weltmeere bereisten, so war das nicht nur eine schiffsarchitektonische und logistische Herausforderung. Auch die Orientierung auf See war von entscheidender Bedeutung. Bekannt ist, dass sich die frühen Seefahrer unter anderem am Sternenhimmel orientierten. Die Sternenbilder könnten dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. In der Jungsteinzeit wurden einzelne Sterne am Himmel in Gruppen von 5 bis 20 Sternen zusammengefasst und als eine visuelle Einheit betrachtet. Den einzelnen Sternengruppen wurden mythologische Figuren zugeordnet,
die wir heute als die uns bekannten Sternbilder am Himmel wiederfinden können. Wir nehmen heute an, dass die Einzelsterne so zusammengewählt worden waren, dass sie zu der Gestalt der zugeordneten mythologischen Figur passten. Kai Helge Wirth versuchte bereits als Jugendlicher mit der Sternenkarte in der Hand die Formen der Sternbilder nachzuvollziehen und stellte fest, dass keinerlei Ähnlichkeiten bestehen. Er stellte sich die Frage, ob die Sternbilder noch einen ganz anderen, nicht mythologischen, sondern praktischen Ursprung haben könnten. Seiner Theorie nach waren die Sternbilder mehr als nur mythologisch geprägte Abbildungen, denn eine genauere Betrachtung zeigt, dass die Sternbilder eine Art memotechnische Landkarte am Himmel darstellen könnten. Projiziert man die uns bekannten Konstellationen auf den Mittelmeerraum, so sieht man erstaunliche Übereinstimmungen mit den Küstenlinien Europas. Handelt es sich bei den Sternenbildern möglicherweise um kartografisches Wissen der Steinzeit? Der Drache. Eng schmiegt er sich an der kalten Küste Grönlands entlang. Der Schütze könnte präzise die Seefahrtswege in der Karibik abbilden. Der Wassermann. Als westlicher Endpunkt soll er den Golf von Mexiko markieren. Jungfrau und Löwe könnten die Seestraßen des Schwarzen Meeres und des östlichen Mittelmeeres darstellen. Orion. Beschreibt dieses in vielen Kulturen verehrte Sternbild die südlichen Küsten Skandinaviens sowie Dänemarks und Norddeutschlands? Arthos, der große Bär. Der Namensgeber für die Arktis könnte auch die Seefahrtsstraßen des hohen Nordens abbilden. Der Skorpion, so ist Kai Helge Wirth überzeugt, kartografiert sehr präzise den Seeweg von Nordafrika, dem Ausgang des Mittelmeeres, bis nach Brest, dem Eingang in den Kanal zwischen England und Frankreich. Das Sternbild Walfisch. Es könnte die Nordseeküste beschreiben und liegt westlich des Sternbildes Eridanus, welches den Flussverlauf der Eider markieren könnte. Ein weiteres wichtiges Indiz für Wirths Theorie liefert das Sternbild des Schlangenträgers Ophiochus. Es ist das größte überlieferte Sternbild und könnte einen ganzen Ozean kartografieren. Ähnlich wie in den Höhlenzeichnungen von El Castillo skizziert dieses Sternbild möglicherweise den Atlantischen Ozean mit seinen Strömungsverhältnissen. Es liegt daher die Schlussfolgerung nahe, dass die Sternbilder konkrete Navigationshilfen für frühe Seefahrer gewesen sein könnten. Nicht nur die einzelnen Formen, sondern auch die Aufeinanderfolge der Sternbilder scheint identisch mit den einzelnen Regionen zu sein. Dass es sich hierbei einfach um Zufall handeln kann, ist für Kai Helge Wirth undenkbar. Kritiker behaupten, dass die Darstellung der Erde durch die Sternbilder, so wie ich sie sehe, ungenau sei. Dem kann ich meine Hauptbeweispunkte entgegenhalten, dass die Sternbilder alle ausgenordet sind, dass sie alle in der Einzelform die Küsten- und Strömungsverläufe sehr genau abbilden, sehr genau bedeutet zu 90% oder 100%, so genau wie es eben am Himmel geht. Dann halte ich Ihnen entgegen als dritten Beweispunkt, dass Sie untereinander in Ihrer Position zueinander exakt übereinstimmen. Der Wassermann liegt als Sternbild genau da, wo der Golf von Mexiko ist. Direkt daneben ist die Karibik als Steinbock. Direkt daneben ist der Schütze als niederländische Antillen dargestellt. In der Mitte der Ophiochus als Atlantik. Also die Aufeinanderfolge der Sternbilder stimmt, die Eigenform der Sternbilder stimmt, die Ausladung der Sternbilder stimmt und bei vielen sind es sogar die Gewässernamen und sogar Ortsnamen, die präzise stimmen. Liefern neue Kenntnisse über den möglichen Ursprung der Sternbilder weitere Hinweise auf die Herkunft des kartografischen Wissens aus der Antike? Woher hatten Martin Waldseemüller und Matthias Ringmann ihr Wissen über den Doppelkontinent der Neuen Welt, welchen sie Amerika nannten? Auf welche antiken Quellen bezog sich der türkische Admiral Piri Reis, als er die Ostküste Südamerikas kartografierte?
Wie konnte Orontheus Phineus die Form des antarktischen Kontinents abbilden, bevor dieser erst 300 Jahre später offiziell entdeckt wurde? Und wer war der unbekannte Globenhersteller aus Gotha, der uns mit der Darstellung eines altägyptischen Segelschiffs einen Hinweis auf Jahrtausende altes Wissen gibt? Die Frage ist nicht so sehr, ob Pharao Ramses bereits eine Havanna geraucht hat oder nicht, sondern die Frage ist, wenn die antiken Hochkulturen Wissen über die Länder jenseits der Straße von Gibraltar gehabt haben, warum haben sie diese Kenntnis verloren? Was bringt Kulturen relativ schnell zur Blüte? Was führt zu den unzählig vielen kulturellen Abstürzen in unserer Vergangenheit? Und das ist genau der Punkt, wo Abora ansetzt. Wir können und müssen aus den historischen Prozessen Erfahrungen auch für unsere heutige Zeit ableiten. Wer keine Geschichte hat, ist dazu verdammt, seine eigene Geschichte immer wieder und wieder zu wiederholen. Und die Kulturgeschichte unserer heutigen Zivilisation zeigt, ja, dass es eigentlich eine Geschichte von unzähligen Abstürzen ist. Und es war eben nicht Klimawandel, es waren keine Technologieeinflüsse oder der Mangel an Rohstoffen, der zu den unzähligen Kulturabstürzen geführt hat, sondern es war menschliches Fehlverhalten.